Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft Paraworld. Ja, beim letzten Mal habe ich einen kleinen Fehler begangen und der hatte was mit den Food Bundles zu tun. Denn es geht schon, nur wenn man das richtige Chicken wählt. Denn die ich gefunden habe, sind von Flexbeard Steam Power und die Originalen bräuchte ich eigentlich. Das ist ein bisschen problematisch, aber jetzt funktioniert's. Das heißt, wir hätten den Food Bundle. Jetzt müssten wir nur noch. Ich weiß jetzt nicht, welches Buch ich brauche. Habe ich denn jetzt hier alle drinne? Few many items. Ich glaube, das ist dann das gleiche. Farming. Genau. Dann hätten wir Twee Wit. Das ist gar nicht so schön. Wir haben ja dann das. Jetzt bräuchte ich, glaube ich, nicht viel, weil ich habe die Quap Farm. Die Quap Farm habe ich. Guck mal, kann man das ein bisschen. Ich habe den. Jetzt brauche ich, glaube ich, nur noch den. Ist das ein Worker? Oh. Den Worker, ne? Ja, dann brauche ich denn das dazu? Mal gucken. Denn vielleicht brauchen wir Initiation Warfare. Oder brauchen wir den. Wir brauchen den Farmer, ne? Brauchen wir den Farmer? Können wir den denn schon machen? Wir gucken mal gerade. Worker. Food Bundle, Dwarm. Ich glaube, der wandelt sich sowieso nachher ab. Compact NPC, das heißt, wir hätten eine Verteidigung, Courage, ein Kurier, der hätte von A nach B liefern können. Das heißt, wir brauchen einfach nur eine Wooden Pickaxe, zweimal Gold. Guck ich gerade, eine Wooden Pickaxe haben wir. Zweimal Gold sollten wir eventuell auch noch haben. Ja, haben wir sogar mehr. Das brauche ich nicht. Zweimal Gold. Ist das ein Sharp oder nicht? Ja, das ist ein AV-Ding. Bundle. Andersrum. Habe ich das noch nicht gemacht? Goldbarren, Fuel Bundle. Und die Pickaxe. Da ist auf jeden Fall nichts dabei. Ich guck gerade mal. Nö. Ich glaube, dann müssen wir die noch machen. Ich klicke mal mein Buch da rein. Fishing Wheel Machine. Construction Command. Naja, das wird es nicht sein. Ist es denn? Das ist halt das Problematische, wo man das zwischen hat. Weil es, meiner ist es nicht. Farmer. Es ist halt nur der. Researcher. Der wäre gar nicht auch nicht immer schlecht, den Researcher zu haben. Müssen wir nochmal in unser Buch reingreifen. Für ein zweites. Wir brauchen nur für den Worker da, Leadership. Ja, haben wir ja. Dann können wir schon den Worker herstellen. Wooden Pickaxe. Kann es sein, dass ich die. Ist das wieder eine andere? Minecraft. Nur nötig ist eigentlich. Muss ich das Buch reintun? Ah, ich muss das Buch reintun. Deswegen hatte ich. Ja, weil ich die zwei hatte, wollte ich gucken, wollte, ob das funktioniert überhaupt. Und bei dem anderen geht es auch. Jetzt gucke ich mal den Researcher. Der wäre auch nicht mal schlecht. Dafür bräuchten wir aber alles noch ein zweites Mal. Gut. Wir haben das, wir haben den. Das wird dann nicht das Problem sein. Was jetzt das Problem ist, er braucht halt noch Essen. Dann nehmen wir die erst. Eventuell sollte das reichen. Für den Anfang, damit er selber was machen kann. Wir pushen den mit Bone Meal. Wir haben ein ganzes Stack. Ich habe da, glaube ich, auch noch welche im Inventar. So, wir geben den auf jeden Fall was zum Pushen. Und setzen den ziehen. Wir können eigentlich erstmal hier vorne sitzen. Provisorisch. Ah, der muss so weit laufen, wenn der zu taunen will. Das Schwein, das guckt mich immer noch so grimmig an. Ist das eigentlich ein anderes? Nö, ist einfach nur ein Pick. Okay. Der rote gibt meistens ein bisschen mehr. Aber der will mich auch gerne manchmal trollen. Jetzt kriege ich dich, mein Freund. Das Ei habe ich aufgesammelt. Das Ei ist ganz gut. Das können wir auch hier mittlerweile sammeln dann. Jetzt muss ich aufpassen, dass hier nichts Janisches ist. Wir setzen den Worker die Chance, dass er sich hier hinten reinsetzen kann. Ich muss mal das Skelett da mit ihm töten. Danke.
So, du bist auch schon mal tot. Du gibst natürlich auch noch einen Knochen. Können wir uns ganz gut leisten. Was hier können wir. Oh, können wir auch noch ein bisschen Baum mitmachen. Das ist ganz schön. Das Haus war eigentlich sozusagen geplant, dass man eigentlich was drin machen kann. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal schlecht, wenn wir hier die Worker drin haben. Jetzt sehen wir hier. Oh, no food. Du kriegst dein Food. Deswegen habe ich dann hier auch die Workbench. Kriegst erstmal das. So, dem Farmer geben wir den Namen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, und ich soll den Workern oder sowas Namen geben, schreibt mir euren Namen rein. Oder ich nehme welchen Namen aus den Kommentar. Wir nennen ihn mal Chris nicht. Wir können ja mit J anfangen oder sowas. Und dann kriegst du halt. Jetzt habe ich die Ho nicht, ne? Mein Freund. Habe ich die Ho noch? Wo habe ich denn die Ho? Habe ich die weggepackt? Also, der kriegt hier vorne erstmal ein Feld. So, Wasser rein. Wasser rein. Packen wir überall mal Fackeln hin. So, und sollte er auch gleich, wenn ich. Ihm noch das Werkzeug gebe. Warum ich das komischerweise auch nicht mit habe, sollte er dann anfangen, das Feld zu bewirtschaften. Und wie gesagt, dann kriegt er noch ein bisschen. Bone Meal dazu, damit er auf jeden Fall das schneller machen kann und dann sollte das hier fluppen. Gucken gerade, Armor brauchen wir nicht, wir brauchen Werkzeuge. Die Pfeile auch gleich noch weg. Die Eier die sammeln wir, die Enderperlen sammeln wir auch. Ich gebe uns vorher noch Wasser in den Hals, bevor das hier wieder abgeht, dass sie gar nicht. Das könnt ihr eigentlich auch noch machen, dass ich Fresh Water hier in dem noch einen zweiten produziere, weil wir brauchen keine Kohle mehr vorerst. Hier wird noch ein drittes Wasserrad dran kommen. Und dann hätten wir. Was haben wir dann? 27. 27 haben wir dann, ne? 27F haben wir dann pro Tick auf jeden Fall für den Anfang. Das sollte reichen. So, mein Freund, jetzt kriegst du noch das Werkzeug in die Hand. Hier tun wir schon mal die Special-Dinger rein. Die Seeds habe ich mitgenommen, komischerweise. Ne, die Seeds. So. Der Jay, der kriegt jetzt eine Eisenhoe. Und sollte direkt als Farmer, genau, Farmer Jay, und sollte direkt auch loslegen können. Ah, er läuft. Weißt du denn, wo du hin sollst? Das ist natürlich ein sehr, sehr netter Radius. Wenn du denn hier vorne bist, das ist natürlich ein bisschen Banane. Warte mal. Gib mir das mal. Das mit einer Spitzhacke besser? Jo, wir werden den mal ein bisschen wandern lassen. Weil die haben eine übelst große Range, muss man dazu sagen. Ich setze dich mal hier hin. Nein, komm mal her. Guck mal, geh doch da hinten hin. Wie wär's denn damit? Jetzt wird er das Feld schon mal umwuchten an den Stellen. Es dauert halt auch bei ihm, aber er steigert sein Level dazu. Jetzt geben wir ihm halt noch das und das. Eine Fackel ist drin nicht, aber eine Fackel ist drumherum. Das passt schon mal ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich die Türen wieder umsetzen muss, nur für die, beziehungsweise nur hier die vordere. Obwohl es eigentlich an dem Detail lag, dass ich das gerne hier gehabt hätte. So. Wenn man hier so sieht, ist das halt die Tür ein bisschen detailreicher. Vorne ist, aber ich glaube, für die Jungs muss ich die Tür wieder reinsetzen. Und dass der auf jeden Fall seine Arbeit macht. Jetzt gucken wir mal, fängt der so langsam an. Ja, das klappt. Kloppt mal hier dein Feld zu Ende. Das wäre eigentlich ganz schön, wenn du damit anfängst. Dann wird er auch gleich hier Samen noch setzen, wenn er alles geschafft hat. Und man sieht, sein Leben steigt auch immer weiter und immer weiter an. Das heißt, für uns im Endeffekt geht er dann auch hier weiter rein. Vielleicht habe ich den reingeschmissen, 6 oder so. Auf jeden Fall, Essen ist ja da. Hier können wir dann das Bone Meal reinpacken, dass ich auf jeden Fall was hier in der Nähe habe. Schon mal. Erde ist klar. Das wird sich auch gleich noch umwandeln. So, haben wir das auch schon mal. Ja, das Haus ist eigentlich dafür ganz optimal ausgewählt worden. Wie sieht es jetzt bei dir aus, mein Freund?
Du brauchst noch ein bisschen. Okay, komm, wir kommen gleich weiter. Dann fängt er nämlich schon mal ganz freundlich damit lustig an. In der Zwischenzeit schaue ich mal, oh, ah ja. Dass wir dann irgendwann auch die Farmecke, weiß ich nicht, wer das jetzt übernehmen soll, dass da auf jeden Fall auch was passiert. Denn wir brauchen langsam Essen. Und durch die ganze Sache hier mit den Farmern und den ganzen können wir das halt ein bisschen überbrücken, ein bisschen anders gestalten. Und das ist, glaube ich, auch der, wäre auch einer der super Pläne, dass wir das ein bisschen automatisieren. Mit den Golems auch noch zusätzlich, die dann kommen sollten. Weil dann hätten wir nämlich zwei Funktionen von Mods, wo wir halt farmen könnten, ohne irgendwelche Probleme. Lass mich raten, die Schafe sind da eingekreist, damit die nicht rausfangen, ne? Alter, was ist denn hier los? Schafception. Haben wir Eisen? Weil. Ich würde einmal durchgehen. Einmal durchgehen wollen. Diese Trophäe, die sind noch so insane da oben. Na, Freunde. Sagen wir so. Einmal so durch am Terror, weil die kommen nämlich auch ganz gut. Ich habe nämlich da schon wieder eine tolle Idee dann Zeit bekommen per Video, denn dass wir uns eine riesengroße Festung bauen. Und dazu brauche ich massiv blaue Wolle für einen Aspekt und zwar für ein Dach. Was der ja auch schon nutzt. Das ist halt ein bisschen für das Magierviertel gilt, da wollen wir ein bisschen gucken, wie das halt im Endeffekt ist. Die wachsen auch schnell wieder nach, müsste ich ja, ne? Gut, er bekommt auf jeden Fall einen Grasbock immer wieder hier vorne. Das heißt, solange hier noch Gras ist, wächst es auf jeden Fall weiter. Und jetzt auch fleißig am Arbeiten, die Schafe. Hey. Ah, zwei Stacks sind auf jeden Fall schon mal sehr gut. Liegen auch noch welche rum. Ah, knapp 2,5 Stacks. Wenn ich ihn auch noch schaffe, habe ich bestimmt bald welche. Oh, da ist schon wieder jemand knuspern. Noch ein Knuspern? Knuspert mal! Ihr seht alle so nackig aus. So, 2,5 Stacks sollte erstmal für den Anfang reichen. Hab ich da ein Bild? Nein, habe ich noch nicht. Noch kein Bild hier. Denn das, was passiert, ist, dass wir. Ich mach's mal ganz gut. Hier auf der Karte, Mann. Warum hat die sich jetzt wieder aktualisiert oder nicht? Doch, jetzt hat sie wieder aktualisiert. Was passiert? Hier vorne ist die Mauer. Ihr seht das? Ah, ihr seht den Mauszeiger nicht. Kann ich rüber switchen? Hier unten ist so eine Mauer. Hier an der Stelle. Aber ihr seht die weißen Punkte. Hier an der Stelle geht die Mauer. Hier geht die Kanalisation noch zu hier oben einmal. Und hier soll eine Kanalisation durch den ganzen Fluss entstehen, damit das halt eine Ambiente bringt, damit das halt, weil hier ist die Fläche entstanden worden, die ja komplett rübergezogen ist. So, die Mauer geht hier unten vorne weiter, geht hier an dem Ding hier vorbei und geht hier bis zur Schlucht. Ich glaube, bis zum Strand hat er gemacht. Denn ich hätte gern am Strand, hätte ich gern was Holzmauermäßiges, also ein bisschen sich abhebt von dem Ganzen. Und hier rüber kommt auch noch eine Mauer. So, das heißt, das Farmgebiet wäre dann hier im späteren Teil. Und ich glaube mal, die Mauer wird hier oben so lang gehen. Denn hier unten weiß ich noch nicht, was passiert, weil hier ist ja dieser der Gang hier. Hier soll einfach das noch ein bisschen breiter gemacht werden, dass wir ins Wassergebiet reinkommen durch das Ganze. Weil hier soll auch noch ein großer Hafen entstehen. Hier soll ein kleiner Zwischenhafen entstehen, weil wir hier nicht weit durchkommen. Man sieht's. Hier kommen wir nicht sehr weit mit durch. Aber wir hätten eine Verbindung eventuell zur Stadt. Oder können wir zur Stadt machen, dass wir noch einen Weg machen? Dann wäre ja nicht das Problem. Dass wir auf jeden Fall traden können mit denen. So, jetzt ist der Plan, dass wir hier unten hier eine kleine Stadt erleben lassen. Einerseits hier, einerseits mit den Farmen da oben, hier das Magierviertel und die Portale. Und da oben wird dann halt das getrennt noch zwischen den beiden auch noch passieren. Jetzt kommt drauf an, was wir machen. Denn, was ich als Bild hatte, dass ich das vielleicht hier hinsetzen werde, eventuell hier mit den Türmen, das wäre nämlich ein absoluter genialer Plan zum Aussehen. Denn das ist unser Marktplatz derzeitig. Er wirkt ein bisschen kleiner auf der Karte, aber er ist eigentlich noch relativ groß durch die Schafe. Die sind ja auf diesem großen Fleck. Da oben sind noch ein bisschen Bäume zum Anpflanzen. Und was das hier ist, das ist so nachher ein Weg. Der soll nachher über die Mauern, beziehungsweise zwischen den Mauern halt immer wieder passieren. Gut. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe mal, das funktioniert und das hält auch lange an mit dem, was wir alles vorhaben. Ich würde gleich mal gucken, ob der Farmer dann ein bisschen so weit ist, weil ich würde eben noch ein paar Fische klatschen gehen, weil ich nichts mehr zu essen habe. Und die Fische im Teich, die bieten sich ganz an, weil die, glaube ich, auch Lapis droppen, wie ich das mitgekriegt habe. Ja, man kann die, glaube ich, auch mit Lapis züchten oder so. Ja. Und dann sieht man auch gleich, die geben auch gleich ein paar Babyfische, aber. Ich muss einmal so ein bisschen durchgehen. Aber ich hoffe, dass jetzt dann welche wieder
nachspawnen werden. Dann haben wir auch gleich wieder ein bisschen Lapis, ein bisschen was zu essen. Wenn wir in die Farmen laufen und die ganzen anderen Farmen, dann sollte das auch ganz schnell klappen. Ah, ich habe vergessen, das zu Indus zu schicken. Moment. Kann ich den... Sollte das gewesen sein. Ich darf jetzt nur keinen Ton haben, oder ist das? Ja, das ist das, was ich Zentus geschickt habe. Einfach nur so bestimmte Sachen. Oh, Tim ist jetzt auch da, das ist auch natürlich nett. Jetzt gehen wir mal fix zu unserem Farmer. Und dann schauen wir mal, was er jetzt natürlich vollbracht hat. Er ist noch hinten am Worken, ich sehe ihn auf jeden Fall. Er hat auf jeden Fall eine riesen Reichweite. Wenn jetzt der Farmer Angst bekommt, das heißt, wenn da Monster in der Nähe sind, verpisst er sich ins Haus, weil da sein Spawnpunkt ist. Sollte es regnen, dunkel werden, etc., geht er auch dahin, weil die Townholder ist. Das heißt, er hat auf jeden Fall Aspekte dafür. Und 12 Stück hat er schon, weil er geboostet wird natürlich, ne? Man sieht es, da vorne ist noch weiter. Deswegen. Und das ist auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt natürlich die Frage, wo kommen die Samen? Oder kriege ich eigentlich Samen-Nachschlag? Das ist auch die Frage. Zum Ganzen. Aber wir kommen da eigentlich ganz gut mit klar. Ich werde gleich mal einmal... Ah, ich tue mal das ins Top rein. Da muss er irgendwie sagen, müsste er auf jeden Fall wieder. Sonst müssen wir ein extra Feld dafür anbauen. Na gut, den kann ich jetzt natürlich nicht so ruhig. Aber so wird alles funktionieren mit den ganzen Farben. Zumindest, dass das zum Groben hin funktioniert. Sind halt nur kleine Farmen, aber da können die halt zwischen den ganzen Farmen können die rotieren. Und das sollte eigentlich möglicherweise schnell gehen, das Ganze. Was ich hier noch mache, ist eine Obsidian-Farm. Das heißt, ich fülle da oben links und rechts Wasser und Lava rein. Lass das auskippen durch die Funktion der Tinkers und kipp da unten mir die dann Blöcke raus oder eventuell die Patterns. Und zwar die... Da sind sie hier, diese Pattern. Die Large Pattern, hier habe ich es ja schon, die Golden, dass wir da Obsidian-Platten rauskriegen. Dass wir das auf jeden Fall auch noch hinbekommen. Und ich glaube mal, wenn das alles so ein bisschen läuft, dann sollten auch die Werkzeuge und die ganzen Waffen stimmen. Die Rüstung sollten dann nach und nach auch kommen. Ich tue jetzt, packe das noch ein bisschen weg. Die Wolle, ja, erstmal da rein, ne? Hier noch ein bisschen Lapis. Und deswegen werde ich auch noch in der nächsten Zeit auf jeden Fall noch ein bisschen farmen müssen. Allein Stein bzw. Cobblestone massenweise bestimmt. Eventuell noch gucken, dass ich einen Cobblestone-Generator baue durch Random Things. Gibt es auch. Und das sollte dann irgendwie schon klappen, dem Ganzen. Nichtsdestotrotz, ich hoffe euch, das hat mit Asiation Warfare Core der Anfang gefällt euch. Ich sehe gerade, es sollte gleich dunkel werden. Das heißt, er wird, glaube ich, gleich seinen Heimweg antreten nach Hause. Ja, man sieht, er läuft jetzt nach Hause. Jetzt muss er natürlich die Tür wischen. Plopp. Danke, lässt mich auch noch mit rein. So, jetzt gucken wir. Er hat 26 Leben, hat schon 2 Essen verbraucht. Wir können die Range auf 80 machen. Wir würden aber sagen, wir machen mal die Range auf 60. Das ist auf jeden Fall was. Essen muss immer zwischendurch. Hier könnte man noch einen Shield-Slot, Helm-Slot, Chest-Slot, Leg-Slot machen. Hier könnte man noch einen Upkeeper-Order machen oder eine Manuell-Order machen. Das wird auch noch passieren. Aber ich würde gerne auch gucken, dass ich hier diese Skins noch ändere. Und in der Zeit, wo er halt ein bisschen was gemacht hat, ist halt alles ein bisschen gelevelt bei ihm. Das Level ist ganz nice. Gut. Wie ich sehe, macht er seinen Job. So, da droppt auch das Weizen rein. 20 Weizen sind da drinne. Optimal. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat euch gefallen mit Echo of Warfare. Ein kleiner Mod, der auf jeden Fall sich noch ausbreiten wird. Und bis dahin würde ich sagen, auf nächstes Mal. Tschüss, euer Flash.